wunderschönen Sonntag an euch. Ich wollte heute mal wieder ein Video auf Deutsch drehen für euch. Und heute mache ich kein Video-Tutorial, also kein Schmink-Tutorial, sondern ich zeige euch mal ein paar Nagellacke, die mir sehr gut gefallen für den Frühling. Also so meine Frühlings-Picks für Nagellacke. Da kann ich euch ein paar verschiedene Sachen zeigen. Ich habe jetzt auch vor kurzem eine Bestellung in USA gemacht. Ich werde euch am Ende des Videos noch ein paar Informationen geben, beziehungsweise Nagellackbestellungen im Ausland. Also diesen Frühling ist ja ganz stark im Trend, diese pastelligen Töne. Und die finde ich wahnsinnig schön. Die habe ich schon letztes Jahr sehr gern gemacht. Letztes Jahr war es noch, gab es noch nicht so viele von diesen Pastelltönen. Die sind ja dieses Jahr sehr stark im Trend. Erstens habe ich von der Orly Sweet Collection, heißt die, die ist jetzt erst gerade rausgekommen. Das ist so diese Pastellkollektion von Orly, habe ich mir 4 Sachen bestellt. Ich fand die sehr, sehr schön. Zuerst habe ich mir ein Pastellgelb gekauft, das sieht so aus. Also ein sehr schönes pastellfarbiges Gelb und das heißt Lemonade. Also Limonade. Im Vergleich, ich habe zum Beispiel hier ein knalliges Gelb, das ist von Essie. Da seht ihr den Unterschied, also das ist wirklich ein Knallgelb, das ist Essie Shorty Pants. Und hier seht ihr den Pastellton, der ist wirklich sehr schön. Ich mir diesen schönen Korallpink gekauft, das ist so ein koralliges Pinkton. Der heißt Pixie Sticks. Es ist rosa, aber hat ein bisschen so einen Pfirsichton. Ist wirklich auch sehr schön. Dann habe ich mir diesen hellblau gekauft, der heißt Snow Cone. Der kommt jetzt, der schaut jetzt ein bisschen greller aus hier als ein heller Blauton und hat einen leichten lila Stich drin, aber auf der Kamera schaut er jetzt nicht so genau aus, wie er aussehen sollte. Dann habe ich mir noch diesen gekauft und das ist Gumdrop und es ist so ein Minzgrün. Aber nicht so perfekt Minzgrün wie manche andere Farben. Ich kann euch ein paar andere dazu zeigen. Zum Beispiel, was ich jetzt im Moment auf den Nagel trage, auf den Nägel habe, ist dieser. Das ist von Essie und das ist Essie Mint Candy Apple. Den finde ich so schön. Also ich finde, das ist eines von den schönsten Nagellacken, den ich je gekauft habe. Den habe ich jetzt auch auf meinen Fingernägel. Er ist ziemlich ähnlich wie dieser von Orly. Also hätte ich das gewusst, dass die wirklich so ähnlich sind, hätte ich diesen wahrscheinlich nicht gekauft. Aber ich finde, der ist ein bisschen schöner. Er ist sehr, sehr hell, hat diesen wunderschönen Minze-Grünstich, aber ist nicht zu grün. Also ich mag ihn nicht, wenn er zu grün ist. Zum Beispiel hier könnt ihr im Vergleich sehen von Barry M. Das ist dieser von Barry M, das heißt einfach Mint Green. Und da seht ihr den Vergleich, also der von Essie, der hier, ist wirklich viel heller und er hat nicht so einen starken Grünstich wie dieser von Barry M. Also ich finde, dieser ist wirklich der Oberhammer. Noch ein anderer von China Glaze, der ähnlich in der Farbe ist, dieser, das ist China Glaze for Audrey. Und der ist ein bisschen mehr im Blauton, also der ist eher heller und hat ein bisschen vom Minzgrün und der ist eher im Blauton. Also diese 4 sind schon ziemlich einander recht ähnlich. Also ich muss sagen, ich hätte den wahrscheinlich gar nicht kaufen müssen. Dann habe ich noch zuletzt diesen von Orly gekauft. Das ist von einer anderen Kollektion. Ich weiß nicht genau, ich glaube, die heißen Metal X oder irgendwie sowas. Und da habe ich mir diesen gekauft, der heißt Shine. Und das ist so ein extrem silber, schimmeriger Nagellack, also es schaut wirklich aus wie Silber, also er glänzt wirklich total und schaut sehr metallic aus, also hat einen sehr, sehr schimmrigen Finish, finde ich jetzt auch noch interessant. Dann habe ich mir noch von Essie, von der ihrer Spring Collection, 2 Nagellacke gekauft, die finde ich sehr, sehr schön. Der hier ist Tarte Deco und dieser heißt Van de Gogh. Und der ist so ein wirklich wunderschöner, so Pfirsich, ganz heller Pfirsichton. Und der ist so ein bisschen ein dunklerer Pfirsichton. Ich finde die wirklich sehr, sehr schön. Dann habe ich noch 2 von Ila Maska Nagellacke, neue, die ich euch zeigen wollte. Das sind die 2. Die sind auch, oh, die schauen ja fast gleich aus hier auf der Kamera. Also das sind 2 verschiedene von Ila Maska. Dieses ist Wink und dieses ist Caress. Also dieses Caress ist eher ein helles, ein hellblau, so ein Himmelblau.
Und der hier, der Wink, ist ein Fliederton, was jetzt leider auf der Kamera nicht so gut zum Vorschein kommt. Aber ich habe ein Swatch von diesem Fliederton auf meinem Website. Ich finde, das ist ein wunderschöner Nagellack für den Frühling. Ich liebe diese Fliedertöne. Ich habe zum Beispiel zwei andere Nagellacke schon von vorher. Das ist der von OPI, Done Out in Deco. Und dann habe ich noch diesen von Barry M, der heißt einfach Lila. Könnt ihr ein bisschen den Unterschied sehen. Dieser von OPI hat so einen leichten Graustich. Dieser von Barry M ist ziemlich hell, also ein ziemlich heller, sehr heller Fliederton. Und dieser von Ilamasca, also finde ich persönlich den schönsten von den dreien. Die könnt ihr, wenn ihr in Deutschland wohnt oder so, könnt ihr die nur online bestellen auf ilamasca.com. Die gibt es nicht in den Geschäften. Und zu guter Letzt habe ich noch einen knalligen lila Ton von China Glaze bestellt. Das ist dieser. Und der heißt Grape Pop. Ist ein wunderschöner Creme-Finish Nagellack und ist wirklich ein super schönes lila Ton. Ich habe einen von letzten Jahr gekauft, der heißt Grape Juice. Und der sieht von der Farbe her, ist der wirklich sehr, sehr ähnlich. Also es passt wirklich von der Farbe, ist es ähnlich. Nur dieser Grape Pop ist ein Cream Finish, also es ist wirklich keine Schimmerpartikel oder so, kein Frost Finish. Und der hier hat hier so Glitzer, kleine Glitzerpartikelchen drin. Also ja, von der Farbe her sind sie wirklich fast gleich, muss ich sagen. Also ich finde wirklich diese Pastelltöne für den Frühling, finde ich wunderschön. Diese minzgrünen Farben, diese Peach, also wie sagt man so, Pfirsichtöne finde ich schön. Dieses helle Gelb, diese Hellblautöne finde ich sehr, sehr schön. Jetzt wollte ich ja noch ein paar Sachen sagen, beziehungsweise Bestellungen im Ausland. Also ich bestelle diese Sachen persönlich immer online aus den USA, weil ich wohne in der Schweiz und hier gibt es im Drogeriemarktbereich eine sehr, sehr kleine Auswahl, was Nagellack angeht. Also wenn man mal so einen Minzgrün haben möchte oder vielleicht mal so ein Blau oder so ein richtiges knalliges Lila, das kann man hier in der Schweiz wirklich vergessen. Also da kann man noch lange suchen, da findet man wirklich überhaupt nichts. Und dazu ist noch Schweiz ein Hochpreisland in Europa. Also wenn ich mir hier einen Nagellack kaufe, schon allein von Maybelline oder so, kostet ja, glaube ich, um die 12 Franken. Also ich weiß nicht, was es ist in Euro, aber es ist verhältnismäßig recht teuer für einen Drogeriemarkt Nagellack. Deshalb bestelle ich meine Sachen online aus den USA. Es gibt verschiedene Nagellack-Websites, wo man die kaufen kann. Also zum Beispiel, da bekommt man OPI. So ein OPI-Nagellack kostet in der USA bei diesen verschiedenen Webstores kostet er um die 5 Dollar, US-Dollar. Und wenn ich den jetzt hier in der Schweiz kaufe, hat es erstmal nicht das ganze Sortiment. Also diese neuen Kollektionen hat es nicht. Und dann sind sie halt noch schweineteuer. Ich glaube, ich habe mal in meinem Nagelstudio angerufen in der Schweiz und die wollen für die so ein OPI-Lack um die 22 Franken oder 20 Franken. Finde ich total übertrieben. Eben rechnen musste natürlich die Kosten, also die, wie sagt man, die Porto-Kosten, also die Kosten, um es zu schicken. Für mich rentiert es eher, wenn ich Nagellack bestelle im Ausland, kaufe ich nicht nur ein Nagellack, weil das rentiert sich dann nicht, dann muss man dann dazu rechnen irgendwie die Shipping-Costs und das rentiert für ein oder zwei oder drei Nagellacke, rentiert das nicht wirklich im Ausland zu bestellen. Ich kaufe die Sachen meistens online bei transdesign.com. Ich werde euch ein paar Links hier unten reinschreiben für verschiedene Online-Shops, die ich persönlich kenne oder die ich empfehlen kann. Und dort, also bei Transdesign kann man 9 Nagellacke, also diese normalen Größe, also 9 verschiedene Lacke kann man dort kaufen und dann wird das in eine Flat Rate Box verschickt, also das ist dann so eine kleine Box, wird das verschickt aus den USA und ich glaube, das kostet 18 US-Dollar, also das ist quasi 2 Dollar pro Nagellack für Versand. Und wenn ich dann ein OPI-Lack dort bekomme für ungefähr 5 Dollar plus 2 Dollar Versand pro Lack, ist das 7 Dollar. Also das ist wirklich, für mich rentiert das absolut. Ihr müsst natürlich schauen, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist mit Versteuern. Also wenn ihr wahrscheinlich ab einem gewissen Betrag muss man dann vielleicht Zusatz noch eine Steuer zahlen. Das weiß ich nicht. Das müsst ihr dann rausfinden von Deutscher Post. Also ich weiß nur, wie ist es hier in der Schweiz. Also meistens in der Schweiz, wenn ich so eine Box bestelle mit 9 Nagellacken, das kostet dann ungefähr 50 Dollar.
mit allem drum und dran, und das muss ich hier nicht versteuern. Also da ist dann kein Zusatz, Zusatztaxen oder so drauf. Also es ist wahrscheinlich dann erst ab einem gewissen Betrag. Ihr könnt natürlich auch noch diese Lacke bestellen auf eBay. Müsst ihr dann eben schon schauen mit Porto, also wenn ihr vielleicht dort, vielleicht rentiert es dann eher, wenn man dann vielleicht einzeln kauft, aber wenn ihr dann vielleicht eine große Bestellung habt, müsst ihr dann schauen, ob das vielleicht bei Trans Design dann billig ist, weil da kostet es $18 für Versand. Und der Versand dort ist wirklich sehr, sehr schnell. Also ich hatte den innerhalb, glaube ich, einer Woche, habe ich das zugeliefert bekommen aus den USA. Und ja. Also ich hoffe, das hat euch gefallen, mal so ein bisschen vielleicht Inspirationen zu sammeln für Frühlingsnagellacke und ein paar Informationen über Auslandsbestellungen. Ich mache jetzt dem öfteres Videos auch auf Deutsch drehe. Ich habe eine Playliste gestaltet auf YouTube. Da könnt ihr auf meine YouTube-Homepage gehen und dort klickt ihr oben auf der Videoleiste, klickt ihr oben auf Playlist. Und dort habe ich jetzt eine Playlist gemacht für all meine deutschen Videos. Ich glaube, ich habe schon 4 oder so. Und ich werde jetzt alle deutschen Videos, die auf deutscher Sprache verfasst sind, werde ich einfach zu dieser Playlist dazufügen. Also wenn ihr mehr deutsche Videos von mir sehen wollt, könnt ihr dort mal vorbeischauen. Da habe ich alle dann dort drin. Also dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Tschüss.